gibt Eltern, die bekamen aus der Kinderlobby die Auskunft, man müsse dem Verein beitreten, damit die Kinder betreut werden. Das Ganze verbunden mit einem Jahresbeitrag. Was sagt die Gemeinde und die Parteien dazu? Wie ja jeder weiß, wurde im vergangenen Jahr eben ein Antrag bei Main-Kinzig-Kreis von unserem Schulamt gestellt, dass die Ganztagsbetreuung eben oder beziehungsweise mal Pakt für Nachmittag eben beginnen soll ab dem 1.8. diesen Jahres. Da hat es im Vorfeld auch viele Gespräche gegeben, waren die beiden Kommunen eben auch beteiligt, die Gemeinde Schöneck, die mit ihren Kindern in der Grundschule ist und wir eben entsprechend. Und zum Schluss kam jetzt raus, dass wir zwar in den Pakt für den Nachmittag ab 1.8. kommen werden, aber die Betreuung, wie es eigentlich beschlossen wurde, noch mal ein Jahr von der Kinderlobby ausgeführt wird und dann das Personal eben entsprechend ab dem 1.8. oder nächstes Jahr, wenn das neue Schuljahr beginnt, 22, eben übertragen wird auf das ZKJF des Kreises. Das ist das Zentrum für Kinder, Jugend und Familie des Main-Kinzig-Kreises. Jetzt ist es so, dass die Lobby ein Verein ist und dann entsprechend, ich weiß nicht, wie die Rituale oder wie das Ganze jetzt ist, auch durch diese Beschlüsse, dass die Eltern eigentlich immer Mitglied bei der Lobby sein mussten, wenn sie einen Hortplatz bekommen haben und mussten auch einen Jahresbeitrag leisten und manchmal auch Stunden leisten eben für Malern, Lackieren und so weiter und so fort. Das war mal so, haben die Eltern auch in letzter Zeit weniger gemacht. Und deshalb haben die wahrscheinlich den Beschluss gefasst, es bleibt alles beim Alten, wie es eben war, bis zum kommenden Jahr. Was mir in dem Zusammenhang auch wichtig ist, Pakt für den Nachmittag stellen sich die Eltern ja vor, bis 14.30 Uhr ist es komplett für sie frei. Nein, das ist nicht so. Es wird dann unter Umständen eine Drittelregelung geben, das Land übernimmt ein Drittel, also der Kreis ein Drittel und wir und die Eltern müssen, oder grob gesagt, der Kreis und wir zusammen die Summe und dann müssen die Eltern auch einen gewissen Anteil weiterhin bezahlen, dass das nur mal feststeht. Weil jeder ist ja mal davon ausgegangen, das Land hat großspurig verkündet, sie zahlen den Pakt für den Nachmittag, sie zahlen nur was dazu. Das muss man eben wissen und zahlen das nicht komplett. Und das war ein Missverständnis, wo viele davon ausgegangen sind, dann haben wir das. Jetzt hatte ich am Montag, ganz kurz neben zu sagen, noch mal ein Gespräch gehabt, da war der Herr Eckert vom Amt da und die Conny Rück, der für das Schulwesen zuständig ist und die wollen entsprechend unsere Mobiliare vor Ort nutzen von der Lobby und uns das unter Umständen abkaufen, den Container bzw. das rote Pavillon, was mein Vorgänger eben mal dort errichtet hat, zum Zeitwert, dass wir das eben dann nutzen können für die Schulbetreuung. Und ich habe auch gesagt, zumindest hier im Bürgerhaus für dieses Jahr ist noch mal eine Betreuung hier möglich. Aber ich will das Feuerwehrhaus für uns haben und die Pusteblume brauche ich. Da muss sich dann der Kreis, eben entsprechend der Dezernent bzw. ZKJF, darüber Gedanken machen, wie sie es hinkriegen. Denn es hat schon immer im Ort zu Verdruss geführt, dass die Hortgruppe eben im Feuerwehrhaus, das war eigentlich nur ein vorübergehender Zustand und der derzeitigen Situation auch mit Corona war das auch sehr, sehr schwierig. Und deshalb, glaube ich, müssen wir das jetzt sauber rüberbekommen auch. Wir sind jetzt in Gesprächen, wie der Kreis und der Eckhardt das jetzt eben machen. Genau, das wissen wir noch nicht. Nur, dass die aber die Eltern erstmal die Zusammenhänge verstehen. Das war mir wichtig. Ja, also das wird hier der Horst, der kennt sich besonders gut aus wahrscheinlich, wie die Kinderlobby mal entstanden ist. Jedenfalls ist es entstanden aus einer Elterninitiative. Und es ist ein Verein und ein Verein kostet was. Die Arbeit wird getragen durch diese Kosten. Und wenn jetzt jemand das moniert oder sich beschwert, 15 Euro im Jahr, das sind 1,25 im Monat und das ist für eine Initiative und für die Möglichkeit der Kinderunterbringung in der Kinderlobby, finde ich, zumutbar und das ist auch eine erfreuliche Sache, dass es die Kinderlobby gibt, die hat super Arbeit geleistet und ist auch eine hohe organisatorische Leistung, die hat an 5 Stellen die Kinder betreut und das jetzt sauber so rüberzubringen, ist eine wichtige Sache, eine wichtige Aufgabe und ja, erstmal bleibt ja alles beim Alten, das hat der Herr Bürgermeister schon gesagt. Und wenn man sich jetzt an diesen 15 Euro festhängt und dass es ein Verein ist, dann muss man halt sehen, wie das Ganze entstanden ist aus einer Elterninitiative. Sonst gäbe es die Kinderlobby gar nicht. Ja, die Kinderlobby ist eine ganz großartige Einrichtung. Es ist ein von privaten Interessenten gegründeter Verein. Und hat wirklich aus kleinsten Anfängen mit 5 Kindern im Keller vom Evangelischen Gemeindezentrum angefangen und betreut inzwischen 85 Kinder, hat inzwischen eine Größenordnung eingenommen, die mit ehrenamtlicher Arbeit eigentlich überhaupt gar nicht mehr zu stemmen ist. Wenn man sich vorstellt, dass da für ein Dutzend Festangestellte, Teilzeitkräfte und so weiter
die Löhne bezahlt werden, die Steuern abgeführt werden müssen, die Sozialversicherung bezahlt werden muss. Alles das hat die Gemeinde schon für den Verein übernommen, weil das, wie gesagt, etwas ist, was du ehrenamtlich gar nicht mehr stemmen kannst. Aber ohne diese ehrenamtliche Tätigkeit gäbe es das gar nicht. Und vielleicht muss man sehen, da ist der eine oder die andere aus Frankfurt hergezogen, die sind gewohnt, in Frankfurt ist der Kinderhort eine Sache der Stadt. Man geht dahin, zahlt seine Beiträge und fertig. Dass das hier aber ein selbstorganisierter Verein ist, das hat vielleicht der eine oder die andere noch nicht mitgekriegt. Und dass man da ein paar Euro für diesen Verein auch bezahlt, ist gut und richtig und nichts, worüber man sich irgendwie aufregen könnte. Ich finde das toll, das ist eine richtige Erfolgsgeschichte. Und wenn das im nächsten Jahr dann in diese geregelte Form, sage ich jetzt mal, ist auch jetzt geregelt, der Ganztagsschule übergeht, dann hat die Kinderlobby eigentlich ein Ziel erreicht. Das war eigentlich von vornherein durchaus immer die Absicht, dass das in Richtung Ganztagsschule weiterentwickelt wird. Okay, also was soll ich dazu sagen? Ich meine, ohne den Verein gäbe es keine Nachmittagsbetreuung, hätte es nicht gegeben in den letzten, weiß ich, 20 Jahren. Also von daher ist es eigentlich dann selbstverständlich, dass man da, wenn man diese Leistung in Anspruch nehmen möchte, genauso wenn ich mein Kind zum Fußballtraining schicken möchte, zahle ich auch, bin ich auch Mitgliedschaft in der TSG und zahle einen Jahresbeitrag. Also von daher finde ich das absolut nachvollziehbar und muss sagen, ebenso wie der Horst, ich kann mir das auch nur so erklären, dass da jemand hergezogen ist, der das halt einfach anders kennt, aber in meinem Kinzigkreis ist es eigentlich auch nichts Seltenes, dass es solche Betreuungsvereine gibt, die aus solchen Initiativen entstanden sind. Insofern kann man nur sagen, hat die Lobby in den letzten Jahren den Job gemacht, den eigentlich andere hätten machen müssen, wo die Politik hier noch nicht so weit war und nicht erkannt hat, dass es eigentlich Aufgabe des Staates ist, dafür zu sorgen, dass Familie und Beruf auch vereinbar sind miteinander. Und wir begrüßen sehr, dass jetzt die Schule hier sich auf den Weg gemacht hat, den ersten Schritt in Richtung Ganztagsschule zu gehen. Von einer echten Ganztagsschule kann man beim Pakt für den Nachmittag nicht sprechen. Wie der Bürgermeister eben schon erläutert hat, wird es nicht kostenlos sein. Also auch hier ist so ein Thema, Bildung hat eigentlich kostenlos zu sein, verfehlt worden. Aber es ist halt so. Mir stellt sich dann schon die Frage, was ist mit Menschen, die, wo es vielleicht ganz gut wäre für die Kinder, noch ein bisschen mehr Förderung in der Schule zu bekommen. Wenn dann wieder Elternbeiträge fällig sind, dann werden die das vielleicht nicht bezahlen wollen und dann gehen uns auch wieder da Kinder flöten, die vielleicht wirklich mehr Unterstützung bräuchten. Das finde ich eigentlich sehr schade an der Stelle. Ansonsten begrüßen wir es sehr, dass zumindest der erste Schritt gegangen wird. Bedauern es ein bisschen, dass es jetzt nochmal eine Verzögerung gab um ein Jahr und ein bisschen nochmal Aufregung und Chaos, aber das ist ja jetzt auch alles geklärt. Die Eltern wissen jetzt erstmal wieder, an wen sie sich zu wenden haben für dieses kommende Schuljahr. Das ist das Allerwichtigste, dass die Eltern, dass die Familien eine Zuverlässigkeit haben, dass die planen können, denn anders geht es nicht. Ich kann es nur bestätigen, als berufstätige Mutter von drei Kindern hast du sonst echt geloost. Von daher danke an die Lobby und wenn es 15 Euro sind im Jahr, glaube ich, ist es tatsächlich zu verschmerzen. Ja. Kriegt man sogar eine Spendenkühlung? Genau. Ja. Man kann es absetzen von den Steuern. Sag ja, beides. Eben, genau, man kann sich von Steuern an sehr absetzen. Ha, damit hätten wir das auch geklärt.